Das letzte Mal war der Airbus A340 ganz ausführlich dran und die Videos haben euch sehr gut gefallen, das ist sehr gut bei euch angekommen, ist aber auch ein sehr, sehr schickes Flugzeug. Und jetzt gehen wir erst einmal wieder zurück zu den Amerikanern und da kommt nun natürlich auch ein wirklich beeindruckendes Flugzeug, ein Flugzeug mit einer beeindruckenden und langen Geschichte. Und das ist die Boeing 747 und da wird es wahrscheinlich dann auch wieder mehrere Teile von geben. Und heute kümmern wir uns erst einmal nur um die klassische Version, die ganz klassische Version, um die Anfänge der Boeing 747 und damit um die Version 747-100. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und welches Flugzeug, wenn nicht die 747, hat einen extrem hohen Wiedererkennungswert? Wenn ein Kind einen Flugzeugtypen kennt, dann ist es ja wohl die Boeing 747, genauso wie der Porsche 911 oder die Form des Porsche 911, das Synonym für einen Sportwagen ist. Und es gibt, glaube ich, kein Flugzeug mit einer so beeindruckenden Erscheinung, wie es die 747 hat. Ein Flugzeug, das riesig groß ist, vier Triebwerke hat und natürlich diesen komischen Hubbel da vorne drauf. Und wenn wir uns jetzt um die Geschichte der Boeing 747 kümmern, dann können wir zurückgehen bis ungefähr in die Mitte der 1960er Jahre. Denn damals kam die Nachfrage nach größeren Flugzeugen auf, nach deutlich größeren Flugzeugen als das, was man bis dahin kannte. Denn wenn wir so an die Mitte der 1960er Jahre zurückdenken, dann gab es da noch nicht sonderlich viele nach unserem heutigen Empfinden als groß erscheinende Passagierflugzeuge. Es gab im Programm von Boeing die 707 und die Boeing 727. Und ja, die 707 ersetzte bei vielen großen Fluggesellschaften zu dieser Zeit dann die Super Constellation oder ergänzte sie. Und dann kaufte man vielleicht noch Douglas DC-8 oder sowas, aber viel mehr gab es dann ja auch nicht. Zumindest nicht mit Strahltriebwerken. Und jetzt forderten eigentlich zu dieser Zeit zwei Seiten deutlich größere Flugzeuge. Das war zum einen das Militär, die US Air Force, die ein größeres Transportflugzeug haben wollte. Und dieses neue große Transportflugzeug sollte natürlich mit dem mittlerweile ja quasi bewährten und extrem fortschrittlichen Jetantrieb ausgestattet werden. Weil nur so konnte auch ein riesiges Flugzeug mit extremer Nutzlast ermöglicht werden. Der Jetantrieb ermöglichte zu dieser Zeit generell sehr, sehr viele interessante Flugzeuge und eine wahnsinnig schnelle Entwicklung. Und wie das so üblich ist, gab es dafür dann eine Art Wettbewerb. Das Ganze unter dem Namen Cargo Experimental Heavy Logistics System. Und die Flugzeughersteller konnten sich dann quasi mit ihrer Idee darauf bewerben und dann auf tatkräftige Unterstützung und eine ganze Menge Aufträge hoffen. Und der US-Flugzeughersteller Boeing nahm natürlich an diesem Wettbewerb teil. Auf der anderen Seite standen dann die Fluggesellschaften, allen voran die wahrscheinlich wichtigste Fluggesellschaft zu dieser Zeit in den Vereinigten Staaten von Amerika, und zwar Pan American World Airways. Eine Fluggesellschaft, die jetzt ein Flugzeug mit der doppelten Passagierkapazität einer Boeing 707 haben wollte. Diese Fluggesellschaft hatte damals einen ziemlich besonderen Stand, weil Pan Am eigentlich die erste Fluggesellschaft war, die quasi in dem Moment, als die Idee entstand, jetzt strahlgetriebene Passagierflugzeuge zu bauen, sich gleich mal alle Produktionskapazitäten von den entsprechenden Herstellern, die überhaupt diese Flugzeuge bauten, sicherte. Denn Pan Am bestellte in dem Moment, wo diese Idee da war, gleich mal sofort bei Boeing die entsprechenden Flugzeuge und bei Douglas die entsprechenden Flugzeuge. Und das waren nun mal zu dieser Zeit die beiden Hersteller in den USA, die überhaupt diese Flugzeuge bauten. Und damit sicherte man sich quasi für die nächsten ein, zwei Jahre direkt mal die Produktionskapazitäten der beiden Hersteller für sich ganz alleine und war somit anderen Fluggesellschaften echt einen Riesenschritt voraus. Und das erzähle ich euch aus folgendem Grund. Pan Am war damit ganz automatisch ein ganz wichtiger Partner für die Flugzeughersteller bei der Entwicklung neuer Verkehrsflugzeuge und bei der Weiterentwicklung entsprechender auf den Markt gebrachten Verkehrsflugzeuge. So, und jetzt gab es aber nicht nur den Wunsch von Pan Am und den Wunsch der US Air Force, sondern man war sich zu dieser Zeit eigentlich vollkommen sicher, dass Überschall die Zukunft des Passagierfluges sei. Die Entwicklung eines entsprechenden Flugzeuges in Europa war schon lange in vollem Gange. Erst flog der Concorde, nur mal so ganz nebenbei, im Jahre 1969. In Russland war man mindestens genauso weit. Erst flog der Tu-144 im Jahre 1968. Und in Amerika, in den Vereinigten Staaten, hatte man die Boeing 2707, die Lockheed L2000 oder die North American NAC-60 oder wie das Ding hieß. Alles nur Entwürfe und damit war man eigentlich von Anfang an hinterher. Was vielleicht ganz interessant ist, den Treibstoffverbrauch, den man für diese Studie, für den Entwurf Boeing 2707, den man da errechnet hatte, da hat man auch so einen riesen Mockup für gebaut und alles, also das war schon, die Entwicklung war schon im vollen Gange. Den Treibstoffverbrauch, den man da berechnet hatte, das waren ungefähr 56.000 Liter Sprit pro Stunde und das Flugzeug konnte knapp 250 Passagiere tragen oder hätte so viele tragen können. Das war ja nicht zuletzt dann auch ein Grund dafür, warum die ganzen Projekte 1971 spätestens alle eingestellt worden sind.
Und was ich euch damit sagen möchte, ist eigentlich nur, dass die Boeing 747 nie wirklich das Riesending war. Das Ding war, das Flugzeug war, was die Welt jetzt an dieser Stelle revolutionieren sollte. Aber die Möglichkeit, dieses Flugzeug jetzt überhaupt zu bauen, die Idee umzusetzen, gab Ideengeber Pan Am eigentlich selbst mit einer Bestellung über 25 Flugzeuge im April 1966. Man bestellte da ein Flugzeug, von dem man noch nicht mal annähernd wusste, wie es überhaupt aussehen könnte oder aussehen wird. Man wusste nur, es soll mindestens die doppelte Passagierkapazität einer Boeing 707 haben. Also man bestellte wieder mal nur eine Idee, was noch nicht umgesetzt war, aber das war bei Pan Am ja sowieso mittlerweile Standard. Und übrigens, diesen Wettbewerb bei der US Air Force, den hatte Boeing mittlerweile verloren und der Auftrag ging an Lockheed. Daraus entstand dann, kurze Zeit später, die Lockheed C-5 Galaxy. Aber das hatte auch gar nichts mit der 747 zu tun, sondern jetzt wurde die 747 gebaut, man entschloss sich dafür, die Herausforderung von Pan Am anzunehmen und leitender Ingenieur der 747, des 747 Projektes, wurde dann Joe Sutter, ein Name, den wir jetzt schon mehrmals erwähnt haben und der quasi als Vater der 747 gilt. Während er als Flugzeugdesigner bei der Entwicklung eines Militärflugzeuges jetzt ganz genau beschriebene hunderttausende unterschiedliche Spezifikationen hätte einhalten müssen, hatte er jetzt bei der Entwicklung eines neuen Passagierflugzeuges mehr oder weniger freie Hand und knapp 4500 qualifizierte Mitarbeiter an seiner Seite. Was ihm aber fehlte, war eine vernünftige Bude, wo er das Ding auch zusammenbauen konnte und deswegen fing man jetzt nur mit dieser Idee einer 747 auch direkt mal an, die größten Fabrikhallen der Welt zu bauen. Also während Joe Sutter noch damit beschäftigt war, die ersten Ideen auf ein Blatt Papier zu zeichnen, baute Boeing die größte Fabrikhalle der Welt und ja, bewegte sich damit natürlich auch in eine gefährliche Situation. Während die ganze Welt daran zweifelte, dass so ein großes Flugzeug überhaupt umgesetzt werden könnte, dass so ein großes Flugzeug Sinn machen könnte und überhaupt erstmal fliegen könnte und dann, wenn es fliegen würde, ob das dann überhaupt an den Flughäfen abgefertigt werden kann und so weiter, da machten sich eine ganze Menge Leute eine ganze Menge Gedanken drum. Aber Joe Sutter hatte in seinem Kopf wahrscheinlich schon eine ziemlich fertige Idee von dem, was man bauen könnte, was man erschaffen könnte. Und er wollte ein Flugzeug bauen, was erstmal eine ganze Menge Platz bietet für den Passagier und für die Fluggesellschaft, aber auch sehr, sehr sicher und zuverlässig war. Deswegen bekam die Maschine 4 Triebwerke, 4 Hydrauliksysteme, 4 Hauptfahrwerke und dazu mit der ganz entscheidenden Fähigkeit, dass wenn das Flugzeug, die Boeing 747, als Passagierflugzeug irgendwann nichts mehr bringt, beziehungsweise vielleicht von Anfang an als Passagierflugzeug nichts bringt, dass man dann damit eine ganze Menge Fracht schleppen kann. Auf langfristige Sicht waren all diese Ideen zusammengepackt in einem Flugzeug sicherlich die genau richtige Entscheidung. Dabei sahen die ersten Entwürfe der Boeing 747 tatsächlich noch so aus, als würde man einfach zwei 707-Rümpfe übereinander packen. In Anbetracht der Tatsache, dass das aber ziemlich schwer zu evakuieren sei, dachte man damals zumindest, beziehungsweise zu dieser Zeit war es sicherlich auch noch schwer zu evakuieren, weil das mit den Rutschen aus dem Oberdeck und so, das hat alles noch nicht so funktioniert, wie es jetzt vielleicht beim A380 funktionieren kann. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass dies schwer zu evakuieren sei und in Anbetracht der Tatsache, dass man damit mit einem mittleren Boden, der durchs ganze Flugzeug geht, dass man damit auch nicht sonderlich viel große Fracht bewegen kann, da entschied man sich lieber für einen noch nie dagewesenen breiten Rumpf. Und damit man jetzt in diesen sehr breiten, langen Rumpf die Fracht auch wirklich vernünftig einladen kann, gibt es erstens ein Frachttor hinten an der Seite und man kann die Nase des Flugzeuges öffnen. Damit das vernünftig funktionieren kann, muss das Cockpit nach oben gesetzt werden. Jetzt lässt man das noch aerodynamisch mehr oder weniger klug hinten auslaufen und dann hat man damit die wahrscheinlich eleganteste Form eines Passagierflugzeuges entwickelt. Das, was wir alles bis zum jetzigen Zeitpunkt über dieses Flugzeug, über diese Idee erwähnt haben, war mehr oder weniger einzigartig, obwohl die Designidee, die dahinter steckt, gar nicht so einzigartig ist. Denn vielleicht habt ihr schon mal was von der Aviation Traders ATL oder ATL 98 gehört. Das ist ein Flugzeug, was ziemlich komisch aussieht, aber tatsächlich vom Prinzip her ähnlich funktioniert wie eine Boeing 747 und mit dem gleichen Hintergedanken gebaut wurde. Und die gab es schon einige Jahre vor der 747. Und nun erschuf man aus all diesen Ideen das entsprechende Verkehrsflugzeug. Man hatte ja jetzt nach Volumen auch die größte Halle der Welt zur Verfügung. Und die brauchte man aber auch und man musste auf viele Dinge achten, auf die man sonst in dieser Form noch nicht achten musste, weil ein so großes Flugzeug, das hatte man einfach noch nicht gebaut. Und es funktioniert natürlich nicht, indem man einfach gewisse Dinge größer macht, sondern es muss auch alles mehrfach abgesichert sein, es muss alles mehrfach verstärkt sein, alles in einer ganz anderen Form, wie man es bisher gebaut hatte. Aber man
schaffte es trotzdem, binnen kürzester Zeit einen Prototypen auf die Beine oder auf die Räder zu stellen, der vor allem voll und ganz auf Sicherheit ausgelegt war, genauso wie Joe Sutter das zu diesem Zeitpunkt wollte. Ein Flugzeug, dessen Systeme alle mehrfach verbaut und dadurch mehrfach abgesichert waren, ein Flugzeug, dessen Steuerflächen es alle mindestens zweimal gab, und dazu das wahrscheinlich aufwendigste Klappensystem und beeindruckendste Klappensystem, was je bei einem Passagierflugzeug verbaut wurde. Und das gilt bei der 747 wahrscheinlich auch bis heute. Damals war das natürlich sehr, sehr wichtig, um das Flugzeug, was ja nun deutlich größer war als all das, was man sonst an Passagierflugzeugen zu dieser Zeit hatte, um das an den entsprechenden Flughäfen auch wirklich vernünftig nutzbar zu machen. Weil nicht jeder Flughafen hat eine Bahn, die 4 Kilometer lang ist. Und damit dieses sehr große, sehr schwere Flugzeug jetzt nicht wahnsinnig viel schneller bei Start und Landung sein muss als ein entsprechend kleineres Flugzeug und dementsprechend ja auch im Verhältnis nicht so wahnsinnig viel mehr Bahn zur Verfügung haben muss als ein entsprechend kleineres Flugzeug, verbaute man dieses Klappensystem, welches die Flügelfläche der 747 um ganze 21% vergrößerte und dabei bei der entsprechenden Geschwindigkeit für 90% mehr Auftrieb sorgen konnte. Und an der Stelle vielleicht ganz interessant, für Testzwecke baute Boeing ein Boeing 747 Cockpit in der entsprechenden Höhe auf einen Truck drauf, sodass die Piloten lernen konnten, wie es sich anfühlt, aus dieser Höhe ein Flugzeug über den Flughafen zu bewegen und ob das überhaupt vernünftig möglich ist. Was auch ganz interessant ist, diese Konstruktion blieb auch noch einige Jahre bestehen, sodass, als die ersten 747 bereits ausgeliefert wurden, dass tatsächlich die Airlines ihre Leute in dieses Gerät schicken konnten, damit die Piloten lernen, wie sich ein Flugzeug aus dieser Höhe über den Flughafen bewegen lässt. Weil mal eben eine Session im Full Flight Simulator, das war damals ja noch nicht so. Und mittlerweile waren die Fluggesellschaften auf den richtigen Geschmack gekommen. Boeing baute da etwas sehr, sehr vielversprechendes in ihren größten Fabrikhallen der Welt. Und am 30. September 1968, am Tage des Rollouts des ersten 747 Prototypen, da hatten bereits 26 Fluggesellschaften ihre Bestellung für den neuen Jumbo abgegeben. Und das war dann die Boeing 747-100. Beim Start bis zu 334 Tonnen schwer. Es gehen 185.000 Liter Kerosin rein, 370 Passagiere in einer ganz normalen Dreiklassenkonfiguration und das kriegt sie dann über 8.500 Kilometer weit. Das sind heute immer noch beeindruckende Zahlen und damals war es natürlich echt ziemlich beeindruckend. Die ersten Jumbos wurden damals noch ausgeliefert mit dem JT8D-Triebwerk von Pratt & Whitney. Ein Motor, der ziemlich schnell bekannt dafür war, richtig viele Probleme zu machen und auch ein bisschen undankbar zu den Boeing-Ingenieuren war. Aber es war zu dieser Zeit einfach das wirklich einzige fertige Ziviltriebwerk mit entsprechend großem Nebenstrom und dadurch stark genug, um die 747 in die Luft zu kriegen. Das Triebwerk war tatsächlich eines der ersten, was so eine Größe hatte und so einen entsprechend großen Nebenstrom mitbrachte. Und es entstand aus den Entwürfen für diesen US Air Force Wettbewerb. Also der war dann doch noch zu etwas gut. Mittlerweile hatte Boeing aber auch ganz entspannt über 1 Milliarde US-Dollar Schulden bei der Bank. Damit war man das einzige Unternehmen auf der ganzen Welt, was so viel Schulden hatte. Aber gut, wieso auch nicht, dafür ist man jetzt in einer Monopolstellung. Denn man hatte mit dem Erstflug am 9. Februar 1969 den Jumbo in die Luft gebracht und damit das größte Passagierflugzeug der Welt. Und das war ein Titel, den die 747 ein bisschen mehr als 36 Jahre halten konnte. Und auch der durch einen Pilotenfehler verursachte Unfall bei der Flugerprobung der Boeing 747, der konnte den Erfolg des Flugzeuges nicht mehr bremsen. Ganz im Gegenteil, das Ding war da vor der Bahn in Renton gelandet. Das war, glaube ich, die erste 747-Landung in Renton. Auf jeden Fall war der Pilot da wohl etwas nervös, hat das Flugzeug vor der Bahn runtergebracht und man hat danach eigentlich gesagt, Mensch, wie toll, dass das Ding sogar sowas aushält, scheint ja ziemlich stabil zu sein. Und von der 747-100 verkaufte man dann in den nächsten Jahren 167 Stück. Die Airlines kauften also doch noch etwas zaghaft. Sie waren aber auch sehr gespannt auf die nächste verbesserte Version, die dann ja auch nicht lange auf sich warten ließ. Und damit hatte Boeing ziemlich sicher den Start geschafft in eine ziemlich großartige Geschichte. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu Boeing 747. Und dann machen wir im nächsten Video mit den entsprechend verbesserten Versionen weiter. Weiß nicht, bis zu welcher Version wir dann kommen, aber wir nehmen uns schön viel Zeit und kümmern uns dann ziemlich genau um die Versionen, die danach noch kamen. Ja, und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen.